Ja, hallo Tschüss. Und herzlich willkommen zurück bei, ja, der Dü ist wieder mal zu spät gewesen, bei Schlacht um Mittelerde 2. Oh, verdammt, ich krieg hier Feldbestia-Besuch. Ja, wir sind hier gerade dabei immer noch zu dritt zu schnetzeln. Momentan sieht es wohl so aus, dass Bacchus jetzt ein bisschen zurückliegt. Das heißt aber auch, dass der Dü stärker wird. Das will ich auch nicht. Mal also schauen. Vielleicht unterlegen ich da was gegen. Seine gesamte Karte. Es ist relativ schwierig. Das Problem ist halt, ich meine, ich habe das die letzten Folgen halt bei mir gesagt, ich habe zu wenig Gebiet halt. Ich habe das kleinste Stück auf der Karte. Ich muss mit dem kleinen Stück halt irgendwie anfangen, was zu machen. Wenn ich jetzt auf dich gehe und bei dir sind dort oben, ich weiß jetzt nicht, ob Bacchus das so sieht halt. Na, aber wahrscheinlich jetzt nicht. Aber du hast dort halt einen kompletten Wall halt gebaut mit zwei Festungen. Renn ich dort rein, haust du mir eine Fähigkeit um die Ohren, ist meine Armee platt, muss ich vielleicht gegebenenfalls neu aufbauen oder sowas in die Richtung. Es ist echt schwierig, ich weiß nicht, was ich machen soll. Naja, bist ja nicht der Einzige, Bacchus verzweifelt auch gerade ein bisschen, aber er hat sich gut gehalten und momentan, wie gesagt, mal schauen, vielleicht, ich weiß nicht, gegen wen ich jetzt einfach mal gehe. Ich will ja nach Möglichkeit, dass es beide möglichst schnell erwischt. Insofern hau ich vielleicht auch einfach mal beide weg. So, wir sehen uns aber, ich mute mich mal, damit ich ja mal meine Strategien weiter erläutern kann. So, hier, das nehmen wir mal und dann gehe ich wirklich mal in Richtung Bü. So, das Gebäude nehmen wir mit. Jawohl. Und was ist das denn? So, hopp. So, hopp. Ja, hier unten hat er doch noch eine Festung. Also er ist eigentlich noch im Rennen. Wie baut da oben eine Festung, wie es aussieht? Ah, ich muss aber auch mal neu aufbauen, weil ich habe nichts mehr. Und dann kann ich ja wirklich mal Richtung Bü gehen. Spannt die Leinen. Wir kommen aus den Eisenbergen. So, ihr und ihr. Spannt die Leinen. Geht in die. Nein, hier. Das ist der Wächter. Lauf! Und ihr geht hier einfach mal da runter. Ganz pauschal. Mal schauen, was da unten ist. Ihr. Rüstet euch alle aus. Und mit euch gehe ich dann mehr oder weniger den Dülen besuchen von der anderen Seite mal. Der hat genauso Probleme. Mal schauen. Oh, Gloin. Ja, ich weiß, ist mir schon alles klar. So, einmal hier. Gimli müsste jetzt auch gleich weg sein. So, geh mal zurück, Gimli. Geh mal zurück. Zieh dich mal zurück. Das ist eine solche. Der ist auch weg. Die verbrüllte der Eisenberge sind kampfbereit. Was soll das? Wo wird er ja gezählt? Wo haut hier jemand? Hier. Und du? Auch auf den. Jawohl. Dann hau ich mal den Festungsturm weg hier. Also wenn der Dü denkt, dass ich hier mich hier kampflos geschlagen gebe. Nee, mein Freund. Nee. Achtung, Katapultladen. Also ich gehe mal hier ein bisschen mit dem davor. Hier müssen wir alle ein bisschen ausgestattet werden. Alle. Ach, da unten stand noch einer. So was. So, das Teil ist auch weg. Das ist gut. Im Notfall mache ich dann wirklich mal so, dass ich den Platt mache. Aber andererseits. Achtet auf Schlaglöcher. Muss ich auch hier rüber. Sind unterwegs. Wo ist denn? Vorsichtig. Macht es nicht kaputt. Ihr seid draußen, ne? Ach so, ihr seid da lang gegangen, weil ich da oben das Tor nicht aufgemacht habe. Na gut, dann hat Dü selber Schuld. Muss ich eben doch mal gegen Dü. Das könnte anstrengend werden. So. Ihr. Ich werde warten. Du bist der Einzige, der ihr ist. Genau. Und dann macht ihr mal alle in die ihr. Geht mal mit hier runter. Menschen aus Tal. Zack, zack, zack. Ich bin bereit. Da hat Bacchus ein bisschen Glück. Na, andererseits, was heißt Glück? Er hat ja doch schon arg viel von mir fertig gemacht gekriegt. Und da schadet es nicht, wenn ich jetzt auch mal ein bisschen den Dü wieder ärger. So, okay. Sollen Sie kommen? Einfach mal hier durch, hier mit her. Wir denn immer rennen? Und vor allem habe ich dann Erdbeben hoffentlich mal. Das würde mir auch schon helfen. So, okay. Achtung, Katapultladen. Weiter hier wir runter. So, Oliver hier runter. Ich will endlich kämpfen. Wo ist denn? Hier, hopp. Jetzt kann ich Erdbeben, ne? Genau. Erdbeben haben wir. Ihr werdet sehen. Meine Größe. So, wo sind die anderen? Achso, die sind schon hier.
Warum geht denn ihr da hinten durch? Ich hab doch hier, ach so, ich hab ja keinen Nebenzug, Leute. So, komm mal her, ja. Wir kommen aus den Eisenbergen. Beginnt mit dem Beschuss. So, dann gehen wir mal hier auf die Festung. Worauf warten wir noch? Ich bin bereit. Ach so, hier unten. Gimli. Hab ich gar nicht mehr dran gedacht, dass der hier unten ich rennt. Ich will endlich kämpfen. Komm, mach mal das hier und dann kommen wir hier hoch rennen. Die Eisenberge sind kampfbereit. Vorsicht, Zwerge. So, jetzt sind alle da, genau. Wir werden ihre Herzen mit Furcht erfüllen. Waffen, Zwerge, Waffen! Unsere Gebäude, schnell! So, okay. Da halten wir eine Festung. Gehen wir mal dahin. Dinger, naja, gut, okay. Halb so wild. Da kommen sie. Während hier drüben kann ich ja eigentlich hier erstmal das Katapult hauen, bauen. Meine ich nicht hauen. Unsere Feinde sind hier. Und mal gucken. Wo willst denn du hin? Bist du doof? Das ist echte Zwergenqualität. So, okay, wir machen das einfach mal so hier. Okay, hier runter, weil irgendeiner muss ja auf jeden Fall erstmal sterben, was heißt sterben, einer muss es erwischen. So, komm, hier weiter runter. Hier geht, hier drauf mit auf den. So, hopp. So, hier runter. Einmal drauf gucken. Wunderbar. Alles klar. Und wenn ich den Bücher ein bisschen geschädigt habe, dann ist da natürlich auch wieder Dings dran. Bacchus. Immer schön gleichmäßig nah nebeneinander. Ich bin verwundet. Okay. Ich denke, ich muss mich mal wieder zurückziehen. Ich gehe vor jemand ein paar Hüter. So, einmal hier zumachen, aufmachen. Ich bin bereit. Hier durch. Ach schon. Gimli hat's erwischt. Na gut. Was soll's? Hopp, hopp. Gimli kann ich gerade. Ach so, Gloin macht gerade. Na gut. Seid standhaft! Einmal so. Zack, zack, zack. Haltet eure Äxte bereit. Auch. Katapulte der ich bin gleich fertig. Sind auch. Aber auf jeden Fall habe ich Gimli doch schon auch eigentlich geholfen und geschadet, als ich da unten einerseits die Festung angegriffen habe und andererseits die Armee weggehauen habe. Ich weiß gar nicht, ob die Festung hier noch steht. Ich werde es sehen. Muss jetzt aber auch erstmal wieder in Richtung Dü gehen. Achtung, schon allein, um ihn ja zu ärgern. So, hier runter. So, du machst auch mal so. Gehst nämlich in die 2. Ja, Axtschleuderer! Und ihr alle in die 1. Jawohl. Äxte! Ausrüsten! Ausrüsten, ausrüsten, ausrüsten! Phalanx bilden! Zack, zack, zack! Rüstenstellung! Ich werde wahrscheinlich dann bei Gelegenheit mal. Hier muss ich dann eh nachfüllen. Lass mich mal dran denken. In Position! Wie lange warst du? Der liebe Gloin kommt noch mit. Runter. Alles gut verzurrt. Du runter. Bewegt dann gehen wir mal hier raus. Wir haben alles im Griff. Ich kämpfe an eurer Seite. Warten auf hier, Befehle. Hier rein. Hier lang. Hier lang. Seid frohen Mutes. Tür ist offen. Wir kommen aus den Eisenbergen. Die Tür ist offen. Warten, du kannst auch mit in die 4. Ja. Ganz ruhig. Niemand versteckt sich vor einem Zwerg. Hier geht seid ebenfalls mit in die 1. Wir Überlebenden. Der Überlebenden. Hier können wir nicht bleiben. Und da rücken wir wieder vor. Ich weiß, du hast jetzt nicht schwer. Wie lange nicht schwer. Was heißt nicht schwer? Er hat es nicht leicht. Aber es gehört halt dazu. Was will man denn machen? Ich muss ja. Irgendwie. Oder? Oder nicht? Ja, muss ich nicht? Alle Hände voll zu. Ja, muss ich. Ob ich muss. Dieser Zwerg ist so, okay. Das hätten wir. Weiter vorrücken. Mit denen auch. Lalalalalala. So, hier mal wieder zumachen. Nicht, dass da einer angerannt kommt. Ein Krieg zieht herauf. Ich weiß es. Und dann muss ich hier hinten mal irgendwo da. Oder hier. Ein großes Tor bauen, dass ich da auch durchkomme.
ein robustes Katapult. Bringt es hierher. So, Emma hier den da, genau. Ich bin hier. Wo sind die Kerne? Ein Krieg zieht herauf. Ich weiß so, es. Komm hier rüber. Sie wanken. Wir werden angegriffen zu eurer Einstellung. Oh, hopp, geh weg. Vorsicht vor dem Feuer. Ich kämpfe an eurer Seite. Seid standhaft. Jawohl, runter hier. Hier ist ein Gebäude. Einfach mal dahin. Zwingt dieses Pack ab jetzt. Übernehmen wir. Ja, hier. Das Gebäude nieder. Das ist der Feind. So, das ist hin. Hier weiter. Anstrengend. Braucht jemand ein paar Hüter? Seid froh und Mutes. Hier drauf. Und dann mal hier ein einsamer Turm. Die reißen die Gebäude nieder. Hier drauf. Nicht sehr robust gebaut. An die Waffe! Ich bin hier. Wo sind die Kerle? Kommt her! So, hier drauf. Oh, der Drachenkönig ist da. Hier. Auf jeden Fall auf die Festung. Du hast Führerschaftsbonus. Das hilft mir jetzt gerade nichts, weil du ja ein bisschen alleine rumstehst, sozusagen. Komm. Dann auf die Festung. Die Festung muss fallen. So, komm. Auf die Festung, auf die verdammte. Hier, das geht auch. So, komm, die ist fast weg. Das krieg ich hin. Ja, 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 ja. So, komm. Mach die in die Festung weg. Das kann nicht wahr sein. Mist. Die neue Festung ist fertig. Naja, auf jeden Fall ist die so weit runtergekloppt. Das war so verdammt knapp. Ach so, halt. Das ist nicht knapp. Die fällt die Festung. So. So fällt die. Ich will endlich kämpfen. So, Gimli ist zurückgekehrt. Hier meine Einheiten kommen auch wieder. Hier ebenfalls. Zack, 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 zack. Und keine Zeit für Ruhe, Paul. Ja, bau du mal am besten hier drüben eine neue Schmiede hin. Nein, das geht nicht. Ich baue mich nämlich hier drüben mal ein bisschen neu auf. Alles ausbauen. Kennen wir ja. Die Phalanx ist unsere Stärke. Hopp. 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 Ich mache sozusagen eine zweite Festungsarmee. Einheiten und so. Ihr wisst schon, was ich meine. Alle Mann an die Bögen. Weil wenn ich es nicht weiß, dann weiß ich auch nicht. Einer muss es ja wissen. Die rückt davor. Braucht jemand ein paar Hüter? Hatte ich mit der geschossen? Nee, mit denen hier. Entsprechend kann ich ja mal... Wo schießt der dann? Wo wird denn da geschossen? Von hier ungefähr. Und da unten müssen die Dings stehen. Alle Mann an die Bögen, Streiter! So, okay. Das heißt, ich muss mich jetzt mal wieder, weil der Dü wirklich auch geschwächt ist, darüber. Marsch! Genau. Wir haben die Schmiede fertiggestellt. Hopp, hopp, hopp. Alles ausrüsten. Ausrüsten, ausrüsten, ausrüsten. Geht in Stellung! Hier auch. Jetzt wird gekämpft. Ausrüsten, ausrüsten, ausrüsten. Die Schmiede da unten steht. Hier kann ich jetzt gerade nichts bauen. Hier sind sie. Aber das ist halt gewillt. Du auch, mit runter da. Ich komme noch früh genug an. Genau. In Position. Du auch, mit runter. Haltet Schritt. Sollen sie ich hoffe mal, der kommt nicht von oben, aber ich denke nicht. Seid ihr bereit? Ich will endlich so, kämpfen. Hopp. Rüstet euch zwei. Mach mal hier das Tor auf, damit es dann auch einfach mal leichter dann durchgeht, wenn es dann mal notwendig ist, durchzugehen. Hehe. Ja, noch nicht der Fall. Seid standhaft. Zack, zack, zack. Seid ihr bereit? Das haben wir. An eure das Waffen. Haben wir. Ich bin gleich fertig. Nehmen wir mit. Auf jeden Fall eine Mega-Schlacht, muss man wirklich sagen. Wir schlagen uns beide sehr, 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 sehr gut. Was heißt beide? Wir sind alle drei sehr, sehr gut. Da sind sie. Wirklich top, wie wir uns hier teilweise verhalten. Und naja, ich hoffe mal, das bleibt auch so. Hehe. Ich werde wach. Du hast große Probleme. Ich habe ja heute nicht ganz so große Probleme, aber ja, das kann auch sich schnell ändern. Wissen wir ja. Insofern gucken wir hier weiter vor. Du baust mal hier unten eine. Wo ist es denn? Wo habe ich es denn gebaut? Verdammt mich, ja. Da ist die Schmiede, dann kommt da der Bogenschießstand hin, das wird ausgebaut, genau. Okay, und vorrücken. Vorrücken. Auf diese Festung da. Komme ich da irgendwo? Wir haben die Schmiede erweitert. Ich bin bereit.
mit einem Dings hin. Ich wahrscheinlich noch nicht. Ich war mal hier. Oh, er hat aber wirklich ganz schön ausgerüstet. So, kann ich. So, schnell mal hier so, da, das so. Erstmal hier stehen bleiben kurz. Okay. Dann würde ich sagen, hauen wir hier drauf. So, komm. Der hat nur Führerschaftsboni, ne? Ja. Aua. Lass das Feuer nicht zu lange. Aua, diese Einheiten. Putz sie euch. Mann. Immer diese Schnitzelei. Ich will doch hier nur den Tür fertig kriegen. Ich will doch nur diese kleine. Na gut, ich zieh mich mal zurück. Das wird so nix. Ich baue mal hier ein paar Katapulte. Hier wird auch gebaut. Beziehungsweise, was heißt hier die Katapulte? Ich kann die auch hier unten bauen. Hopp. Hier bauen wir auch mal aus. So. Und eine Zwergenschmiede, damit ich hier unten direkt weiter vorankomme. Ihr zieht euch mal wieder zurück, genau. Und dann würde ich sagen, beenden wir halt nochmal die Folge. Das geht so ewig lang, diese Schlacht. Das hätte ich nicht gedacht. Ich habe jetzt schon 2-3 Mal gedacht, da ist es jetzt vorbei oder jetzt ist da vorbei. Ja, aber verdammt, irgendwie schaffen wir es alle, uns gegenseitig zu halten. Das ist wirklich ein richtiger Stellungskrieg, eine richtige Pattsituation. Aber gefällt mir. Finde ich toll. Schauen wir mal, wie lange das noch geht. Ja, genau. Arg lang soll es eigentlich nicht weiter. Ich durfte ja Düsp Festung vorhin erwischt haben. Das müsst ja, ihr aber auch. Es wurden beide Festungen erwischt, weil von beiden Seiten beides kam, muss man sagen. Oh. Na, das ist dann ungünstig gewesen. Das ist natürlich, also ja, bei, also wie gesagt, beide Seiten. Wenn von beiden Seiten angegriffen wird, ist natürlich Ende. Jawohl. Ende. Ich hole mir jetzt unten hier Bacchus und zumindest die Festung unten. Und schauen wir mal. Ja, genau, schauen wir mal. Ich kämpfe auch so nach Möglichkeit und mal schauen, was wird. Sehen wir aber erst in der nächsten Folge. Bis dann, Leute. Tschüssi. Tschüss.